Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch, wenn es dann soweit ist, ein Traumwetter. Vielleicht wird das morgen was. Gerade ist es herrlich frisch. Ich habe wieder was gepflanzt. Ist einfach gerade jetzt die Pflanzzeit und zeige dann auch Dinge, die man machen kann. Ich habe jetzt hier eine Korbschale bepflanzt. Wollte das gern einfach jetzt alles, die ganzen Bepflanzungen, das sind insgesamt drei, die werden alle so in dieses Grün gehen, also fast nichts Blühendes. Ich habe solches Moos, das fand ich wunderschön, das habe ich jetzt dreimal so in einer Gruppe bepflanzt. Dann ein Sedum, zwei Mühlen Begie und ganz neu habe ich das entdeckt, das ist auch wohl neu, so ein Gras, das wird 20 bis 30 cm hoch. Heißt, ich habe es mir hier als Spickzettel, Winkelsegge, und das ist so eine Art Bodendecker. Also das werde ich dann irgendwann, wenn es halt zu viel wird für die Schale, wenn ich merke, den bekommt es nicht mehr so gut, dann werde ich das umpflanzen. Aber der Korb ist jetzt eigentlich für den Tisch gedacht, weil er mit Folie ausgelegt ist. Wenn ihr das nicht haben wollt, einfach einen Korb nehmen, der keine Folie hat. Dann könnt ihr das auch so woanders hinstellen. Dann habe ich noch hier so ein Windlichtglas. Passend mit der Kordel, das fand ich so schön zu dem Naturtopf. Ich habe jetzt kein Windlicht dran gemacht, sondern auch so eine kleine Sukkulente. Geht aber auch wunderbar mit einem Windlicht. Das ist die Nummer 1. Dann habe ich hier Nummer 2. Das ist auch so ein Sukkulentenspiel. Also ich habe jetzt eine Seite feste mit vielen Sukkulenten bepflanzt, also Hauswurz überwiegend, und habe die andere Seite dann einfach mit Steinen aufgefüllt und einfach diese Schwimmschälchen mit reingebracht. Das ist jetzt halt einfach eine Dekoration für den Tisch. Das ist die Nummer 2. Die Nummer 3, die pflanze ich jetzt gerade mit euch. Entdeckt habe ich halt Farn. Das habe ich schon ewig nicht mehr gepflanzt und ist irgendwie auch ganz aus meinem Sinn verschwunden, aus meinem Kopf. Und jetzt habe ich ihn wieder entdeckt und dachte, oh ja, ich brauche mal wieder was mit Farn. Habe mir jetzt auch so die Zinkschale genommen und möchte das jetzt auch wieder ein bisschen in so einer Gruppe anordnen. Der Farn als auch die anderen, der erste, der Korb, also die Bepflanzung hier und die Korbbepflanzung, die mögen es dann eher halbschattig. Und das hier auch, also nicht für die pralle Sonne gedacht. Das Gras stand jetzt auch dabei, genau das gleiche. Also mag schon sonnig, aber gerne auch Halbschatten. Und ich nehme auch noch mal so ein Moos rein, das bringt noch mal so ein Ruhepol, und da kann man gerne unten einfach so ein bisschen das abmachen. Das habe ich jetzt bei der Schale auch. Bei den niedrigeren habe ich das auch so abgemacht, unten die Erde, und das hohe in der Mitte, das habe ich ganz gelassen. So, ein bisschen die Erde hier abklopfen vom Moos. Jetzt habe ich recht viel Platz hier, weil der Farn, der soll sich auch noch ein bisschen ausweiten. Jetzt habe ich hier noch so ein Moos. Einfach drücke ich das rein, das ist das Dekomoos. Das ist schon so ein bisschen vergilbt, das macht mir jetzt aber nichts. Und setze als Dekoration einfach in den Farn hinein die zwei Frösche. So, ich habe jetzt auch sonst gar nichts mit Stein. Hier, glaube ich, ist ein kleiner Stein. Den lege ich noch hier dazu. So, genau. Dann zeige ich es euch von der anderen Seite. Und
das ist meine Farmdeko. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Und schon wieder ein Ende. Und ich werde auf jeden Fall noch mal bestimmt 2 Videos mit Pflanzsachen zeigen, weil wir haben auch noch ein anderes Projekt gestartet. Und da nehme ich euch auch noch mit. Das ist auch ganz großartig, dass wir das jetzt gemacht haben. Aber dazu dann in den nächsten Videos was. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende, viel Sonne hoffentlich. Und bis dann. Ciao.